So, einen wunderschönen guten Morgen live hier vor Ort an der Blitzenreuther Seenplatte und mit meiner neuen GoPro. Jetzt haben wir zwei Stück. Meine Frau hat eine, ich habe eine. Hui. Ja, und wir treiben uns hier am frühen Morgen rum. Hier ist richtig schön neblig. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Also viel Spaß beim Gucken. Ja, hier am Anfang hörst du halt noch die Autos her, ne? Aber schön sieht es trotzdem aus. Und hier, da ist noch eine Bank da unten. Ah, hier haben sie den See in Stein gemeißelt, oder? So die Höhen und Tiefen dieses Gebiets. Ah, okay. Ah, cool. Ja, wie ich mir gedacht habe. Vorsee, Schreckensee, Hecklerweih dahin. Dann geht das hier unten ins Tal. Guten Tag, Herr und Frau Maus. Na, jetzt können wir so ein Spiel machen. Und mein Schatz? Schön, schöne Stimmung. Ja? Hier im Wald. Heute filmst du das erst mal mit deiner GoPro. Alleine. Genau. Mit deiner eigenen. Ja, wenn ich hier, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich will jetzt erstmal ein bisschen laufen, schauen. Auf jeden Fall schön neblig hier, ne? Boah, aber kalt ist das. Der Nebel merkt richtig, wie kalt es ist. Also laufen muss auf jeden Fall, weil sonst wird es frisch. Ich weiß nicht, sind wir nicht hier auch schon mal lang gelaufen? Ja, wir sind hier letztens auch gelaufen. Im Herbst, da war das auch richtig schön orange und so. Krass, wie dunkel das ist auf diesem Nebel. Schön da hinten, wenn man da so reinguckt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber tolle Sache. Mit dem Nebel ist echt schön. Ja. Ja, da wird schon rumgeschimpft auf dem See, ne? Schön. Herrliche frische Luft am Frühmorgen. Ja, doch, könnte sein, ne? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Ich hoffe... Also ich muss so drehen, Entschuldigung. Also, warte. Ich muss aber hier rum. Das dreht sich wahrscheinlich nicht. Erst nur, wenn ich das Bild gemacht habe. So. Sowas finde ich schön, sowas gefällt mir dann. Wenn dann die Bäume so, diese Äste von den Bäumen so... Sieht so toll aus, ne? So Ding so komisch verwachsen sind und so, weißt du, so wie so die, als würden sie so die Arme rausstrecken, so nach dir greifen wollen im Nebel. Ja, weißt du, so das ist sowas, finde ich dann geil. Ich mache das hier dann gerne. Jetzt, wenn wir auf Schwarzwald sind oder irgendwo an der Buchruine, mache ich auch Videos. Ist noch kaum einer unterwegs ist, ne? Ja, ja. Da läuft dann hier in der Schlange.
früh morgens ist am besten. Da hat das die schönste Stimme, so, ja, ja. Wenn ich mir nicht die ganze Zeit mein Maul aufmache, dann... Auch angenehm so. Ich weiß, das mit den Masken ist echt ätzend so, aber ich würde euch alle da draußen um einen Gefallen bitten. Schmeißt die Masken nicht einfach in den Wald. Oh, hast eine schöne Ecke da gefunden, wa? Ja, ich muss so gucken, aber nicht? Aber sieht schön aus mit dem Moos. Ja, wir müssen wahrscheinlich dann oben weiter reingehen, ne? Ja, wir gehen jetzt mal da hinten. Weißt du noch da, wo diese Hegehütte ist? Da schön. Können wir ja hinlaufen. Na? Das ist eine schöne Stelle. Hier, weißt du noch, wo diese Hegehütte ist? Diese Kälte, wo man da so liegen kann, reinliegen konnte. Guck mal, was da draufsteht. Free Cannabis, als wäre Cannabis im Gefängnis so. Es sind leider nur die Menschen kriminalisiert, die mit Cannabis zu tun haben. Was auch Schwachsinn ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Schön. Mhm. Die Luft ist gut, ne? Ja. Die Luft ist gut. Ja, ist ja auch. Und ist deine Hand noch nicht eingefroren? Nee. Nicht? Mm-mm. Sieht schon ganz blau aus. Das ist ein Quatsch, meine Hand ist nicht blau. Ich habe auch die Kamera in der Hand. Naja, hier. Meine Hand muss ja auch schon blau sein. Ja, bis da hinten sind wir gelaufen und dann kannst du geradeaus weiterlaufen. Ja, ja, an die Kurve kann ich mich auch erinnern. Guck mal nachher, wenn wir zurückkommen. So. Vielleicht hast du Glück, man sieht sogar noch ein bisschen den See dann. Mhm. Das war natürlich schon cool. Ah, ein paar moosige Stellen gibt es ja auch. Ja, es gibt schon noch, aber ja, okay, gut. Schwarzwald gibt es einfach viel mehr Pilz. Viel mehr Pilz. Ah, da steht ein Süßer drauf. Oh, schön. Schön, schön hier. Schöne moosige Stelle hier. Ja, ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß und Freude, uns hier an diesem, hoppala, jetzt hab ich die Fresse geflogen, uns an diesem frühen Morgen hier zu begleiten. Jesus, Alter. Na ja, eben so ein Typ kam vorbei. Er hat bestimmt gedacht, ihm läuft gerade Jesus entgegen. So. Hier ist auch eine schöne Ecke. Schöne, moosige Stelle. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir auch bis hier hingelaufen. Bitte? Aha. Ja, ich sage ja, so ein paar schöne Stellen gibt es hier schon dann, ja?
Ich weiß noch, hier habe ich auch mal ein paar Bilder gemacht, das war so richtig zugehört. Aber das ist so matschig, da kannst du fast gar nicht laufen, außer vielleicht am Rand oder so. Aber das ist ja, weil das so Hochmoor ist und so. So aufpassen. Das sieht auch cool aus, gell? Richtig schön, ja. Wunderschön am frühen Morgen, sage ich euch. Richtig toll. Siehst du mal, ich gehe mal hier rum. Hier habe ich im Vorbeilaufen gar nicht gesehen. Heftig, gell, die Stacheln da drauf. Das sieht schon irgendwie lustig aus. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese umgestürzten Bäume immer der Hammer. Der Hammer, wenn man das mal sieht. Guck mal, ob ich der noch aushält. Ups, hier nicht runterfliegen. Richtig schön. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Die Bäume stürzen dann immer um in diesem gesamten Teller. Ne? Das ist der Wahnsinn. Aber so entsteht neues Leben, ne? Wie wir wissen. Die kenne ich nicht. Das sind die Pilze, die kenne ich nicht. Oh, schaut mal, was ich gefunden habe. Ein Stein. Was hat es zu bedeuten? Auf diesem Wege möchte ich mich natürlich auch recht herzlich bei euch bedanken für eure netten Kommentare, die ihr hinterlassen habt. Und es freut mich natürlich sehr, dass euch unsere Spaziergänge gefallen. Und wir nehmen euch gerne weiterhin mit, also viel Spaß. So, jetzt kommen wir hier in das Naturschutzgebiet und auf einen richtig schönen Steg. So, zum Lesen. Was haben wir hier noch? Überleben durch clevere Ideen. Aber lest selbst gerne nochmal
So, also viel Spaß dabei. Willkommen auf dem Steg. Richtig schön. Ja, warte. Kannst gleich weitermachen. Kannst gleich weiter fotografieren. Direkt meine Frau erwischt. Hast schöne Bilder gemacht, oder? Ja, also hier waren wir ja noch nie. Das sieht schön aus, ne? Nee, nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist ja dieses Moor. Und da kommst du dann halt wieder raus und dann müssen wir den Weg wieder zurück. Kannst du vorlaufen? Ja, ich brauche gleich nur den Akku. Das ist schon der Akku leer. Ja, ja. Schon der Akku leer. Ja, das ist so mit der GoPro, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich alle da draußen. Das Problem mit den Akkus. Was? Also reicht's noch der Akku, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, meine Frau sagte auch gerade, und da stimme ich zu, das hier hat voll was nach Schwarzwald. Richtig toll. Da könnte man fast denken, man wäre im Schwarzwald angekommen hier. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Da vorne ist auch wieder so ein umgestürzter Baum. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Ich meine, das sieht einfach zu krass aus. Ja, mit diesen riesigen Tellern, die da so mitkippen. So. Aber hier ist alles sumpfig. Das sieht man hier, denke ich. Deswegen kippen die auch wahrscheinlich so leicht. Der Untergrund ist wahrscheinlich sehr wackelig und nicht mehr fest. Da vorne ist auch so ein Baum, aber mit einem kleineren Teller, den er mitgerissen hat, hier auch. Ja. Da muss man tatsächlich echt vorsichtig sein im Wald, dass man nicht zufällig auch auf so einem Stück steht, ja, der mit dir umkippt. Da vorne ist auch wieder einer. Der ist auch aus den Latschen gekippt hier, aber ich denke mal, der war eh schon hinüber, so wie der aussieht.
vorne filmt meine Frau. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt zwei GoPros haben, wird jetzt doppelt gefilmt. Was ja auch gut ist. Ja, Pilze sind hier nicht so viele. So vergammelte und kaputte. Aber demnächst geht es ja auch wieder in den Schwarzwald. Komm, wir schleichen uns mal an. Na, zeig mir her, deine GoPro. Zwei Filme im Wald. Ein Video gemacht ohne Geschwafel von mir. Von dem Steg jetzt bis hierher ungefähr. Schöne das Grüße. Ding ist gar nicht mal so schlecht so. Also muss ich ehrlich sagen so. Ja? Ja, ist gar nicht mal so schlecht so. Also ich kann das gut halten so. Jetzt gehen wir mal da hinten rein. Gucken wir mal da. Ich einfach mal ohne zu quatschen und so. Ja, ich bin ja eh nicht so derjenige, der so die ganze Zeit redet und so. Aber ich fand das jetzt so, weißt du, die Geräusche, dann so die Vögel und so weiter. Ja, schön, muss ne? Ja nicht, das muss ja nicht eine Stunde sein, sondern einfach nur so ein bisschen, weißt du? Ja, doch, ich hatte schon vor, jetzt 4 Stunden am Stück. Echt? Ja, oder? Ach, halt's auf. Wie seht ihr das da draußen? 4 Stunden ja, Wald. Einfach leise und dann laufen so. Keiner kommt, das ist auch schön. Schon wieder so ein umgestürzter Baum. Da ist auch wieder so ein umgestürzter Baum. Ich finde die so krass. Ich gucke nicht. Spinnenparadies. Das ist also krass, wie die da richtig mit dem ganzen Erdreich da rausrutschen irgendwie. Pilz. Kleiner kaputter. Also noch kleine Werbung am Rande. Es gibt 2 Kanäle, die ihr auf jeden Fall hier auf YouTube schauen müsst. Lass uns rausgehen und die Welt sehen. Also, lass uns rausgehen. Unbedingt einschalten. Und hier bei mir die Welt sehen, ne? Puh, ist man gar nichts mehr gewohnt. Obwohl wir so viel unterwegs sind, kommt man halt immer vor mit meiner Raucherlunge. Puh, als würde ich Berge erklimmen. Aber es kommt auch wieder nächstes Jahr. Puh, nächstes Jahr werden wir wieder uns ein bisschen mehr im Ausland befinden. Wir haben mal wieder Schweiz, Österreich, wenn das mal alles wieder klar geht so. Und ich wollte eigentlich dieses Jahr schon Holland oben an die Nordsee, aber das war ja alles nicht so wirklich möglich, dass es halt auch Spaß gemacht hätte. Wirklich. Deswegen haben wir auch noch andere schöne Orte gefilmt und fotografiert für euch. Schaut auch gerne dazu nochmal die Videoreihe aus Enzklösterle an, aus dem Heidelbeerdorf. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Echt schöne Ecke. Und jetzt sind wir hier an der Hütte angekommen. So. Das zeige ich euch jetzt. Das hier finde ich ganz gut. Daran müssten sich mal mehr Leute halten. Erhalte die Natur, denn wir haben nur die eine. Ne?
Dieser Baumstamm ist ein Denkmal. Ja, was hast du da gefunden? Oha. Aha. Das ist ja mal krass. Ja, da, wie das anfängt, guck, das Alter von dem Ding, 1992, dann ein Jahr später hat der Sohn Geweih. 54 hat der Sohn Geweih und 55 hat er schon beim Sohn Geweih. Das fällt ja immer ab und dann wird das immer größer dann. Das ist auch interessant, ne? Aber hier, das ist so wie der Thomas Gast gesagt hat, wenn diese Vögel so Dinger bauen, so Nässe, ist das wie Beton. Guck mal, wie das aussieht. Das fliegt auf diesem Ast ja auch nicht runter. Ich nehme das mal, hat der Thomas Gast in seinem Kamin, oder? Das, die nehmen ja alles Mögliche und dann machen die, und dann ist das ja auch Matsch. Und schöne Grüße nach Schweden. Und nass, ne? Sozusagen. Und dann wird es richtig hart, denke ich mal. Das wird dann. Aber es ist eine nette Hütte, ehrlich. Also guck mal, der Kamin. Sieht richtig. Toll, ne? Sieht richtig süß aus. Ein schönes Ding eigentlich so. Finde ich. Ja. Sogar was für Kinder. Kein Spielplatz. Bisschen schaukeln. Da muss man ein bisschen in der Zeit bleiben, ne? In der Zeit. In der Zeit, ja. Und ein bisschen zügig laufen ist auch gut für die Gesundheit. Jupp. Das war ein Appell. So, wir vermuten hier eine richtig tolle Stelle gefunden zu haben, wo die Rehe hier morgens reinlaufen oder abends zum Essen. Denn dieser Weg führt direkt an so eine Lichtung. Und wie gesagt, wir vermuten, dass dort sich Rehe aufhalten können. Jetzt wollen wir mal gucken, ob um diese Uhrzeit noch welche da sind. Da kommt mir ein junges Reh entgegen. Annehmen, dass die sich hier rausbewegen, obwohl da vorne, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier und dort hinten sind Jägerstände. Ah, deswegen vermute ich mal eher, dass die Rehe schlau genug sind und hier nicht essen kommen. Aber schön sieht es trotzdem aus. Ja, wie gesagt, da vorne sind zwei Jägerstände, deswegen besteht da wahrscheinlich die Annahme, dass hier keine Rehe essen soll. Denn doof sind die Tiere ja auch nicht, ne? Ah, was haben wir denn hier gefunden? Eine richtig kleine, schöne Hütte, glaube ich. Kommt man da dran, oder? Mal schauen. Das ist ja süß. Manchmal muss man einfach den Weg quer durch den Wald wählen. Ah, das ist so ein Speicher für Holz. Schön. Weiter geht's. Ja, wenn man sich manchmal im Wald durch die Büsche schlägt, da findet man echt tolle Sachen. Wo seid ihr denn gerne unterwegs? Lasst mal gerne Kommentare da, wo ihr euch so gerne rumtreibt. Das ist ein alter Weg, der ist schon so zugewuchert, dass man da nicht mehr vorbeikommt, so einfach. Was für uns aber eigentlich kein Problem ist, weil ihr kennt uns, Mann, wir steigen überall durch. So. Da hinten ist wieder ein riesiger Baum umgekippt. Wow, der ist fett, der Baum. Guck mal, Naturdenkmal. Guck mal, wie fett die ist. Wahnsinn, das Moos. Puh. Hey, guck mal, wie breit die ist. Ja, ja, umarm mal den Baum. Krass. Der ist groß, ja. Auf jeden Fall. Guck mal nach oben. Ja. Ein altes Ding. Ja,
Was denkst du, wie alt die ist? 300 Jahre alt? So eine Buche wächst ja nicht so schnell wie eine Fichte, ne? Ja gut, ich hätte jetzt noch nicht mal gewusst, dass das eine Buche ist. Krass, ne? Aha. Nicht umsonst, Naturdenkmal, ne? Nicht umsonst. Wunderschöner Baum. Im Rucksack drin, deswegen nee. Kann ich nur ein Foto machen. Komm, ich klaue die jetzt einfach. Habe ich zwei Gurkus. Der Mensch hat auch zwei Augen. Das wäre eigentlich, müssen wir mal ausprobieren, so zwei Gurkus. Hey. Hey. Das sieht so doof aus, echt. Wirklich, wenn da jemand kommt, die Leute denken wahrscheinlich, oh, guck mal hier. Hey, aber die Rinde, die ist echt krass, ne? Welch ein lustiges Familienleben im Wald, ne? Das ist ja was für den Lauterbach, ne? Diesen Ding muss man leider ein bisschen fester drücken, ne? Mit diesem Panzerglas. Der Kontakt ist nicht ganz so gut. Findest du? Also ich bin ganz zufrieden damit. Die haben wir jetzt schon öfters gesehen, ne? So Zwillingsbäume. Wie ist das aussieht, ne? Hinten sieht das oben aus wie so ein flacher Arschbuck. Yeah. Hammer. Ey, das sieht aber wirklich gut aus. Das sieht aus wie so zwei Beine. Ne? Da so ein bisschen flacher Popo. Aber cool. So, und? Hm? Bist du bis jetzt zufrieden? Super. Mit deinen Aufnahmen und so? Ja. Du? Ja, ich habe jetzt erst jetzt gesehen, wegen diesen Toneinstellungen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie eine komische Toneinstellung habe und so. Aber gucke ich jetzt nachher. Das ist jetzt mein Test, sozusagen. So, unten, wenn das aus war, bei Standard, das habe ich nicht so. Okay, da habe ich jetzt bei mir noch gar nicht geschaut. Nee, bei Kino geht das ja nicht. Hast ja gesehen, Kino ist genau die gleiche Einstellung wie bei mir auch. Ja, ein bisschen weniger vom Nebel und so. Mal gucken, wie es dann im Vorjahr aussieht. Ich weiß ja nicht, wie weit die Strecke da ist, ne? So, die Leute, damit die Leute mich sehen, wie ich aussehe, ne? Ja, genau. Damit die auch sehen, wer hinter der Kamera steckt. Jesus. Der Typ hat lange Haare. Was ist denn, die Haare sind schön. Hm. So, hier so hell? Ja, die sind auf jeden Fall hell, die Haare. Von der Sonne sind die hell geworden. Ja. Ja, so waren meine Haare früher auch. Als ich noch jünger war, hatte ich auch so helles, schönes, aufgehelltes Sonnenhaar. Hm. Jetzt nicht mehr. Das ist auch schön. Früher hatte ich auch, also richtig blond und, also nicht richtig blond, aber so wie deine Haarfarbe. Und unten, hier unten war das richtig hell. Also so richtig so wie, ja, wie blond einfach, ja, so hellblond. Und dann schön das aussieht und dann laufen wir schön wieder zurück. Mhm. Natürlich, wir laufen immer Runde schön. Gemacht. Ja. Ja. Oh, das ist ja so eine schreiende Runde, echt. Ja. Voll die Verrückten. Wir sind auch schon reinlaufen. Okay. Ja. Ha. Ja, das ist was Gutes. Wanderer halten die Landschaft sauber, nehmen die Erinnerung mit und den Abfall. Nee, da waren wir nicht.
Das ist nicht der, das ist nicht der, der Ding, wo, wo sind denn die Wohnungen und so weiter auf der anderen Seite? Nein, nein. Ja. Vorsicht, da hinten, wo die Häuser sind. Mhm. Du gehst wahrscheinlich hier und machst einen Bogen. Und der ist dahinter, und dann, ne, gehst du dann da durch und dahinter kommt wahrscheinlich der, weil da, wo man wo wir parken. Mhm. Ja, ja, ist da hinten, ja, die Ortschaft. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber was ist das für eine Straße dann hier? Weiß ich nicht, ich gucke jetzt gerade mal. Das ist extrem laut. Ja, ne? Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Weißt du, welcher Baum das ist? Jetzt fällt mir erst auf. Guck mal, hier war die Hütte. Mhm. Dann sind wir bis davor gelaufen und den Weg sind wir jetzt hier runtergelaufen, mhm, und dann kommst du da raus. Ich wollte ja bis zum Vorsee, das heißt, wir hätten, noch geradeaus, wir hätten, ich weiß nicht, wie wir hätten laufen müssen. Hier war die Hütte, wir hätten, mhm, abbiegen müssen. Wir sind aber zur Hütte hochgelaufen, statt, ja, geradeaus zu laufen, habe ich gedacht, mhm, wir laufen da hoch, da stand nämlich Vorsee aber dran. Aber es war trotzdem eine schöne Runde jetzt. Ja, ja, war trotzdem eine schöne Runde, aber passt perfekt von der Uhrzeit. Ne? Hey, ich war total irritiert. Ich habe gedacht so, hä, wo sind denn die Bäume und so weiter? Das, also, mit diesen schönen Eindrücken und dieser kleinen Runde hier verabschieden wir uns. Das war wie im, ja, Elsass, wo wir durch die Stadt gelaufen sind. Nee, wo wir durch die Stadt gelaufen sind. Wir sind rein und dann ging das einmal so ein Bogen und dann sind wir an der Stelle rausgekommen, wo wir wieder reingelaufen sind. Weißt du es noch? Ich habe mir auch gedacht, Alter, ist das hier laut, hey, was ist denn das für eine Straße? Okay, ja gut, also siehst du, wenn ich ohne Auto-Activity laufe und nicht gucke, wo ich hinlaufe, dann läuft man im Kreis. Okay, dann läuft man im Kreis, siehst du? Aber war doch jetzt schön, oder? Schöne Runde, ja. Aber der Nebel ist weg, siehst du, jetzt kannst du den, jetzt sieht man den See, vorhin war alles deswegen nebelig. War uns der See auch so unbekannt auf einmal. Wir dachten gerade, wir wären an einem anderen See angekommen, aber wir sind einmal im Kreis gelaufen. War auch eine schöne Runde. Oh Mann, hey. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Verlauf-Video. Oh Mann, hey. Das war jetzt gerade lustig.